Ja, und herzlich willkommen zurück zu Blood Omen 2. Weiterhin sind wir ja am Hafenviertel, um Leuchttürme zu aktivieren und nach Leuchttürmen kommen Leuchttürme und so weiter und so weiter. Nein. Also wir müssen hier natürlich erstmal den einen Leuchtturm noch für den Kontaktmann von uns aktivieren, damit wir dem Schiff näher kommen, das uns zur Stadt Hülden bringt. Des Weiteren müssen wir aber ja auch noch Uma hier finden, damit wir uns den Nexus-Stein zurückholen können. Ich gehe erstmal hier oben hoch. Mal sehen, was hier ist. Eine Kiste, yay! Der da unten hat uns schon gesehen. Beziehungsweise vielmehr hat er seine Glühlampen gesehen, die angegangen sind. Aber das soll uns nicht stören. Oh! Oh, hauer, 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 da schießt jemand auf uns. Und Feuerpfeilen, die tun natürlich richtig weh. Ja, hast du auch mal was anderes auf Lager, außer deinem gelben Danke? Die tun natürlich ordentlich weh. So, wir haben eine Raserei aktiv, das sollte ausreichen hier für den. Ich hoffe. Und da ist die immer noch mit dabei, mit Feuerpfeilen auf uns zu schießen. Und ich glaube nicht, dass wir die mit Telekinese erreichen können. Nein, können wir nicht. Aua, 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 aua. Ist ja gut. Ist ja gut. Oh. Oh, aua, aua. Wie kommen wir denn jetzt an der vorbei? Können wir da jetzt einfach so rüberspringen? Einfach so rüber und dann. Oder ist hier irgendwas noch, was wir machen müssen? Da ist nix. Nicht an die Leiter springen. Komm hier hoch. Und dann nehme ich einfach ganz schnell hier rüber springen. So. Haha. Wir sind dir entfleucht. Oh, ho, ho, ho. Da hat jemand geschossen. Der Berserker sollte ausreichen wieder, wie gesagt. Das wird ein bisschen schneller voll. Ja, hahaha, du mich auch. So, erstmal den. Du jetzt auch. Nein, wie kannst du denn daraus so schnell? So, jetzt hast du aber. Das sollte dir genügen. Und du solltest so langsam auch mal Ruhe geben. Danke. Oh, das war jetzt mal nicht so angenehmer Kampf hier. Aber wir kriegen ja genug Blut wieder zurück. Und dann sehen wir mal, dass wir die Leuchtturm oder sonstiges da ausschalten können, damit diese nette Dame uns nicht mehr mit Feuerpfeilen beschießen kann. Denn den einen möchte ich ganz gerne auch noch aussaugen. Oh, eine Kiste. Schön. Die können wir auch noch gut gebrauchen hier. So, hier können wir. Ah. Betätigen wir erstmal den Hebel. Oh, geht gar nicht. Ah, okay. Wenn wir jetzt den hier rüberlegen, geht jetzt die Energie darüber. Na komm, geh runter, sieh zu. Und die andere Tür geht wahrscheinlich dann zu. Zack, und das Licht ist aus. So, was passiert, wenn wir das jetzt hier rüberlegen? Beziehungsweise können wir jetzt dann den Hebel da betätigen? Das Drehrad.
Ja, jetzt geht's. Ah, so ist das. Jetzt dreht sich nicht das Innenleben, sondern der ganze Leuchtturm. Und jetzt machen wir hier einfach mal wieder das Licht an. Und dann ist es hier auf der anderen Seite. Was natürlich für uns heißen sollte, dass die uns nicht mehr sehen kann. Wir aber das Licht da haben, wo wir es brauchen. Ja, das Schiff fährt ein. Geht dadurch jetzt die... Ja, dadurch geht jetzt die Klappe auf. Ah, aber die Dame geht da immer noch nicht weg. Was passiert denn also dann? Ja, mal eben hier schnell gelaufen. Aha. Aha. Aber der eine, den können wir halt nicht nehmen. Das ist schade, 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 schade. Ach, da kommt ja schon Ersatz. Hallo, ihr zwei. So, komm her. Mach unsere Leiste voll. Ja, machen wir es mal so. Und tschüss. Dann wird für dich Berserker ausreichen. Ja. So, und weg. Komm her hier, komm. Leg dich hin und bleib liegen. Ja gut, oder krabbel in der Zwischenzeit so auch wohl dein Kumpel hier aus. Na ja, komm. Ja, hat er ausgereicht die Zeit hier. So, dann wollen wir doch mal sehen, wo es jetzt weitergeht hier. Da liegt was. Was liegt da? Ach, da liegt nur so ein Schwert. Haben wir schon, brauchen wir nicht. Und dann geht's hier rein. Ach, so ein ganz kleiner hier. Ach, wie niedlich. Niedlichst. Der hat uns schon lange nichts mehr entgegenzusetzen. Und tschüss. Deine Kampfkünste sind auch nicht die besten. So. Na komm. Du bist keine Gefahr. So. Ach, Räuber. Ach, ist das. Das wird ja immer niedlicher hier. Die brauchen wir ja nur noch böse angucken, dann fallen die um. Also wer die da hingesetzt hat, hatte Langeweile. Scheinwerfer? Hallo. Der Scheinwerfer mag uns nicht. Naja, egal. Und die verschiffen Menschen hier? Ist das Menschenhandel oder was soll das hier? Gefangene wahrscheinlich. Jo. Oh, ja. Das nennt man Arbeitssicherheit hier. Wie gut, dass der Inspektor gerade im Haus ist. Dann müssen wir doch gleich mal einen Bericht schreiben hier. Also, der Hafen sollte stillgelegt werden. Viel zu gefährlich hier. Und keine Schutzhelme auf. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Ist hier oben irgendwas? Nö. Nischt. Ah, die Käfige sind auch nicht gesichert hier. Schlimm, schlimm sowas hier. Was es hier nicht alles gibt.
Ach, so, kurz einmal umschauen. Und dann, oh, Hebel tätigen. Hebel ziehen ist immer super. Ah, okay. Vorwärts und dann dahin. Und dann wieder vorwärts. Dann nach links. Na, kommen wir wieder. Achso, nee, nochmal nach links. Ah, okay, ja, ja. Dann wieder nach vorne. Dann einmal nach rechts und tippen zu früh. Und dann wieder nach vorne. Und da war ein Dämon drin. Der wird wahrscheinlich jetzt das Tor da aufbrechen. Jupp, mit dem Kopf durch die Wand. Beziehungsweise durch das Gitter. Ah. Ich möchte aber gern zu gern einmal da vorne auf die Plattform. Wenn das jetzt so einfach geht. Ne, natürlich nicht. Ne, irgendwie nicht so wirklich. Geht's denn von hier aus? Wie würde das denn gehen? Nö, gut, egal, dann springen wir hier runter. Ah, dem Dämon hinterher. Den werden wir mit Sicherheit gleich irgendwo wieder treffen. Türöffner 2.0. Na, wen haben wir denn da? So sieht man sich wieder, Uma. Kain. Ja, Kain. Wolltest du nicht Lord Sarafan in die Knie zwingen? Ich dachte... Ich weiß. Anscheinend... hatte ich Unrecht. Ich war ihm nicht gewachsen. Allein. Es war dennoch sehr mutig von dir. Kain. Ich sterbe. Ja, das wirst du. Ich brauche dein Blut. Bitte, du kannst mich retten. Ich weiß. Sag, mein Kind, kannst du dir mich als Herrscher von Nazgûl vorstellen? Ja, ja, das kann ich jetzt. Und glaubst du, dass Nazgûl rechtmäßig mir gehört? Ja, ja, das glaube ich, Kain, bitte. Dann darfst du sterben. Du kennst die Wahrheit. Nein! Du hättest mich nicht verraten dürfen. Ich hätte dich zu meiner Königin gemacht. Kain. Aber jetzt hast du mich verlassen. Ja, das tat ihm wohl... Also das war wohl ja nicht so leicht für ihn. Ja, aber Verräter sind Verräter. Und dafür gibt's nur einen Weg. Da hat sie selbst Schuld dran. Kann man nicht anders sagen. So, die können wir... den können wir noch. Ich wollte gerade gucken, welchen wir hier noch so alles aussaugen können. Wie das wohl alles gelaufen wäre, wenn sie die Königin geworden wäre. Hm? Wer weiß, wer weiß. Und da ist er. Der kleine Vogel. Aber die... Guck mal, wir können jetzt auch schießen. Ha, ha, ha. Komm her. Komm. So. Ja, komm. Du bist erledigt. Das glaube ich nicht. Oh, da hast du einen Treffer gelandet. Oh, erledigt bist du. Oh, nee, dich will ich nicht. Ah doch, du kommst so nah. Dann nehmen wir erstmal dich vor. Na komm her. Vor dir haben wir keine so große Angst mehr. Ja. Eigentlich hatte ich nie vor dir große Angst. Ja, komm. Komm schon. So, bitte.
Bleib einfach liegen. Genau. So ist es schön. So ist es brav. Lieber Dämon. Wer ist ein lieber toter Dämon? Ah. Ja. Möchtest du nochmal? Aber natürlich. Oh. Du bist erledigt. Nein. Sind wir nicht. Ah, schön. So erledigen wir alle schön ein nach dem anderen, ohne uns mit allen auf einmal anlegen zu müssen. Also reinrennen wäre jetzt nicht unbedingt die beste Lösung gewesen. Und da hinter dem Tor wartet noch einer auf uns. Na? Willst du nicht rauskommen und spielen? Wir haben hier so nette kleine Spielchen. Na komm her. Ich mache auch extra für dich das Tor auf. Ach, du willst nicht. Du willst das Tor lieber zumachen. Dann fragen wir doch mal, was der dahinter davon hält. Na? Was können wir denn hier? Aha. Guck mal hier. Ui. Ist das ein großer Block? Willst du lieber so spielen? Dann spielen wir so. Das kommt davon. Aha. So. Ach nee, wir haben ja noch den Band aktiv. Ich wollte den ja mit Telekinese ausschalten. So. Ja, oh, super, lecker Blut. Wir tun ihm auch noch ein bisschen, danke. Ah, schön. Und da vorne ist schon wieder ein Speicherpunkt, den wir auch benutzen. Und hier dann auch die Folge wieder beenden. Wir schauen gleich nur noch mal eben schnell, wie viel Prozent wir jetzt wieder haben. Das zeige ich euch ganz gerne mal. Und zwar 55% haben wir jetzt geschafft. Wunderbar, dann beende ich hier die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, gehabt euch wohl.